Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, Part Nummer 50, Leute. Wir haben Part Nummer 50 erreicht hier. Das ist schon enorm für so ein Spiel. Und ja, dann machen wir hier mal direkt weiter. Wie gesagt, vom letzten Part her werde ich hier erstmal das Zelda-Wiegenlied spielen. Und ich finde es natürlich interessant, dass man hier das Zelda-Wiegenlied spielen muss und gleichzeitig sowas ganz Düsteres ja, erscheinen lässt. Und soviel ich weiß, ist hier in der, also in der 3DS-Version, ist der, ja, ist die, Mann, wie nennt man nochmal die vorne, die Figur, die an einem Schiff hängt? Fällt mir gerade nicht ein, aber die sieht halt viel gruseliger aus. Das ist nicht einfach nur so ein komischer Dämonenkopf, sondern halt wirklich wie so ein Zombie, so ein roter, keine Ahnung. Und hier muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Und zwar müssen wir hier gleichzeitig jetzt gegen zwei von solchen Typen kämpfen. Oder nur gegen einen, weiß ich gerade nicht. Es kann auch sein, dass da noch einer runterkommt. Und ja, wenn wir uns zu lange Zeit lassen, dann, ja, dann sinkt quasi das Schiff wieder ab. Ah, da ist schon der zweite, verdammt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die ob die halt runtergehen. Also runterfallen, eher gesagt. Aber wie gesagt, wenn man hier zu lange braucht, dann säuft es ab und man kann auch natürlich vorher runterspringen, so ist es nicht. Navi tut einen auf jeden Fall dann vorher nochmal warnen, falls man zu lange braucht. Na komm. Immer diese Antäuschungssachen von denen, ob sie es gleich zuschlagen. Na komm. Na. So, es ging ziemlich schnell. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen Zeit und zwar könnte ich jetzt hier, glaube ich, nach links springen, ja. Würde mir jetzt gleich nochmal gewarnt. Ich warte jetzt extra oben drauf, damit ich halt Navi gleich was sagt. Undead, das Schiff sinkt. Spring ab. Rette dich auf festen Boden. Und da säuft es einfach ab. Ich glaube, da hätten wir das nochmal machen müssen, wenn wir da runtergefallen wären. Und hier gibt es jetzt so eine Stelle, da müsste man sich jetzt sagen, ja gut, wie geht's denn hier weiter? Und zwar soll das so ein leichter Hint sein, dass hier halt diese, hier so der Kopf von der einen Statue da ist, die da umgefallen ist. Und links ist noch eine Statue. Und da vorne sieht man Bomben. Aber bevor ich das mache, gehe ich erstmal hier die Tür rein. Ich muss ganz kurz mal auf die Karte gucken, weil wegen unsichtbarem Raum. Wegen Raum, der nicht angezeigt wird. Ah ne, ich sehe es gerade hier. Doch nach links. Unten geht es ja nach der, zum... Ne, warte mal. Stopp. Ich bin hier, okay. Wenn ich jetzt nach unten gehen würde, würde ich direkt zum... Ja... zum Boss kommen, aber das macht keinen Sinn, weil mir ja noch der große Schlüssel fehlt. Deswegen werden wir uns hier noch ein bisschen begnügen. Oh, stimmt ja, der Raum. Ja, der Raum ist lustig. Also im Prinzip ist es ein offener Raum, der aber trotzdem ein Labyrinth darstellt. Wo man dann gleichzeitig halt einen Vor- und einen Nachteil hat, also dass man quasi die Gegner sieht. Ah, verdammt, ich hasse die. Bin ich ganz ehrlich. Solange die grün sind, kann man sie natürlich nicht angreifen. Und wenn man sie angreift, dann werden sie sehr klein. Na komm. Bleibt ihr da? Und das Miese ist ja, dass die halt weglaufen und dann halt auch wieder groß werden. Na, bleibst du da? Wie so ein Skorpion, kann man schon fast sagen. Nur als Hand irgendwie. Na komm. Das Gute ist ja, dass die relativ interessantes Zeug droppen, wie zum Beispiel Rubine oder auch mal Mana. Bleibst du da? So, das dürfte es eigentlich schon gewesen sein hier, dass wir die zwei haben. Sicherheitshalber mal hier ein bisschen Mana einsammeln. Ich muss jetzt gerade mal gucken, es gibt ja mehrere Wege hier. Gut, von da bin ich gekommen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich den Kompass habe, dass mir das angezeigt wird. Und, warte mal, kam ich hier? Nee. Da muss ich außen rumlaufen. Das Schöne ist ja, man kann eigentlich im Prinzip auch die ganze Zeit mit dem Auge der Wahrheit an hier rumlaufen, weil das verbraucht so wenig Mana. Hier gibt es halt irgendwo auch noch einen Raum. Auch wieder mit solchen Totenköpfen. Ah, okay, der Raum. Der Raum, muss man sich fragen, ja gut, wie kommt man hier durch? Man könnte jetzt in Panik geraten, aber man könnte auch sagen, hier, man sieht zum Beispiel, hier kriegt man eine Flasche. Und das ist so ein leichter Indikator dafür, dass wenn man kein Mana hat, auch, dass man halt einfach mal Holz verbrennt. Ich weiß zwar nicht ganz genau, was passiert, wenn man einfach wartet. Ich glaube, dann wird man einfach wieder aus dem Raum geworfen. Weil ich glaube, Instant-Tod wäre ein bisschen zu krass. Aber das ist halt hier so die Art und Weise, wie man hier durchkommt. Man muss halt hier auch hin, wie man halt auch sieht. Damit man auch den großen Schlüssel bekommt. Na?
So, einmal die kleine Truhe aufmachen. Wir wollen ja alles haben. Ja, eine Flasche mit, mit Rubin. Na du. So, gehst du weg. Ich glaube, dass die Mumien aus dem Grund so ein bisschen gefährlicher sind. Einfach nur aus dem Grund, weil sie halt von der... Also viel eher einen paralysieren. Ansonsten wüsste ich jetzt eigentlich nicht, was der große Unterschied zwischen den beiden Gegnern wäre. Zumal, ja, sie beide sich gleich bewegen und gleich viel Schaden aushalten. So, ich glaube mal, dass die blöden Hände wieder da sind. Oh, falscher Knopf. Ich wollte... Ja, das ist derselbe Knopf immer noch mit dem... mit dem Auge der Wahrheit, deswegen. Sollte mir vielleicht mal eine andere Stelle zoomen, wo ich dann halt solche Items hinpacke. So, jetzt gehen wir mal noch die anderen Räume durch. Die Augen lasse ich jetzt einfach mal... die Augen. Die Hände lasse ich einfach mal Hände sein. Kann ich auch gemütlich ausweichen, so ist es ja nicht. So, ja, okay, alles klar. Das ist der Raum hier. Gibt es jetzt auch wieder Fledermäuse, die mich nerven? Irgendwo? Nicht? Okay. Und hier ist es halt jetzt ein bisschen schwieriger, dass man halt jetzt hier die, dass man jetzt drei Köpfe hat, die man, wo man ein bisschen Bombsgeball spielen muss. So, hier ist die Skulptula, die ich meinte. Na, kommst du her. Einmal. So. Wenn wir ganz kurz auf der Karte gucken, wir sind jetzt hier in einem runden Raum. Alles klar hier. Und hier oben ist auch noch ein Raum. Ich glaube, in dem Raum hätte ich, in B3 habe ich, glaube ich, irgendwo, da hätte ich einen anderen Weg laufen müssen. Da habe ich was übersehen. Ich glaube, da muss ich echt, nachdem ich den Boss besiegt habe, nochmal in den Dungeon rein. Naja. Nicht so wild, wie gesagt. Ist ja nicht so, als ob ich es gar nicht machen würde. So. Jetzt müssen wir ein bisschen besser Basketball hier spielen. Bombsketball eher gesagt. Na, das war nix. Und, ich mache es am besten auch so, weil man muss ja unbedingt seine eigenen Bomben verbrauchen. So ist es ja nicht. Wobei es, glaube ich, schneller gehen würde. Vielleicht sollte ich auch in dem Moment jetzt erstmal hier die, die Schuhe ausziehen. Vielleicht. Aber das wird nichts. Die Bomben brauchen noch länger, bis sie explodieren. Da kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen beim Werfen. So, jetzt aber. Einmal. So, gemütlich. Muss natürlich auch gucken, dass man... Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt egal ist, ob man alle macht oder ob man jetzt nur den richtigen treffen muss, wegen dem Schlüssel. So, aber ich mache trotzdem einfach mal alle. Einfach nur der Belustigung wegen. Ich glaube, wir haben sogar schon direkt den richtigen getroffen, aber ich bin jetzt hier wieder am Rumexperimentieren. Ja, das wird, glaube ich, nichts von der Explosion her. Oder doch? Ah ne, überall kriegt man so ein Geräusch. Alles klar, da muss ich schon alle machen. Das war das drin oder war das daneben? Alles klar. Ach, hier gab es gar keinen Schlüssel und nichts. Das war einfach nur so zerziert oder was? Oder liegt hier irgendwo was rum? Nee. Na gut, dann halt nicht. Dann war das so ein optionaler Raum mit Skulptula. Hoffe ich doch nicht, dass ich jetzt doch irgendwo einen Schlüssel übersehen habe. Das wäre es ja jetzt. So, und wieder zurück. Ne, wobei, wir haben noch einen Raum, oder? Bin ich jetzt verpeilt. Wir hatten doch noch einen Raum. Oh Mann, ey. So, genau. Oh ja, hier haben wir das typische. Oh, hier ein unsichtbarer Gegner. Das ist gemein hier. Übrigens auch so ein übler Raum wieder mit dem Blut auf dem Boden. Ich frage mich manchmal echt, warum Nintendo auf die Idee gekommen ist, dass es irgendwie schlimm wäre für Kinder, wenn man sowas hier hat. Weil man ja eigentlich mal davon ausgeht, dass es halt so, wie soll man sagen, dass Zelda eher so ein freundliches Spiel ist. Aber man muss ja schon dazu sagen, man kämpft gegen Zombies, man kämpft gegen Untote, man kämpft gegen Fledermäuse und alles. Und das ist so im Prinzip so der Standard, was man so kennt, was, ja, was es eigentlich in einem Horrorspiel gibt. So standardmäßig oder nicht. Also, oder zumindest halt in Spiele, die ein bisschen gruseliger sind. So, ja, dann werde ich wohl den einen Raum da übersehen haben, weil das jetzt geht nämlich jetzt dann direkt zurück zum Boss dann. Ja, dann muss ich halt dann später nochmal rein, im nächsten Part, denke ich mal. Oder vielleicht noch in diesem Part, je nachdem, wie schnell ich bin. Momentan haben wir die 10 Minuten erreicht. Ui, wie die sich gerade umgedreht hat, interessant. Ich habe auch nicht gesehen, die Animation. Einfach mal auf einem Finger und dann einfach mal schwupp.
Na, man ist immer wieder schön, wenn man was Neues sieht, so animationsmäßig oder irgendwelche kleinen Secrets. So, und hier braucht man jetzt den Pfeil und Bogen. Ich glaube, hier sind auch Pfeile drin, wie man es halt so schön kennt in einem gut durchdesignten Game. Dass man immer so, ja, dass man halt nicht in eine Sackgasse gerät, nur weil einem ein Item fehlt. Wobei man sich natürlich dann auch immer wieder fragt, warum macht man die Items dann nicht gleich unendlich, wenn sie sowieso da sind? Ja, vermutlich einfach aus dem Grund, weil man dann noch so ein bisschen, auf die Sachen aufpasst, die man hat. Dass man einfach rumballert wie so ein Blöder oder dass man einfach Bomben schmeißt wie so ein Irrer. So, und eine Brücke gebaut. Sehr schön. Finde ich übrigens ganz lustig, dass es rechts halt so als Indikator ist, dass es halt auch mal so eine Brücke war irgendwie, aber dabei sind es ja eigentlich Statuen. So. Hier gibt es dann, glaube ich, auch nochmal so eine Stelle. Ja. Dass man halt hier die Hymne der Zeit spielt, glaube ich. Mal kurz überprüfen, damit man halt auch da hochkommt, um sich die Herzen einzusammeln. Auch wenn ich da jetzt nicht unbedingt hoch muss. Nur damit ich es halt mal gezeigt habe. So, natürlich darf man hier dann auch nicht zu nah dran stehen, weil man ja dann sonst den nicht spawnt. Und das ist halt nur dafür gedacht, dass man halt dann da hochkommt. Dass man sich dann halt hier die Herzen schnappt. So. Und weiter. In den letzten Raum. Der wird auch nochmal lustig, weil hier müssen wir, ja, wie man halt hier sieht, schön über unsichtbare Wege gehen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, hier einfach rechts und lang und dann hat man das eigentlich schon. Wenn man den Raum ohne sieht, dann denkt man sich natürlich auch erst, wo geht's lang. So, ja, und hier drin ist auch eigentlich ein Boss, der, man könnte eigentlich schon fast sagen, auf der einen Seite gruselig, aber auf der anderen Seite wieder lustig. Vor allem wegen seinem Namen, das werdet ihr dann gleich sehen. Also mir gefällt der Boss hier auch, aber ich muss nochmal genau gucken, wie das war mit dem Kämpfen. Boing, ja. Und zwar ist der Platz hier eine riesige Trommel. Ihr wisst, werdet auch gleich sehen, warum. Ja, bestialische Schattenmonstrosität, Bongo Bongo. Ja. Und dem seinen Kopf sieht man nur, wenn man das Auge der Wahrheit benutzt. Und hier muss man, na, erstmal Navi reden lassen. Das ist Bongo Bongo. Diese Schattenbestie ist aus dem Tiefen der Hölle auferstanden. Nutze das Auge der Wahrheit. Und zwar müssen wir jetzt erst einmal die beiden Hände. Oh, verdammt. Das war nicht gut. Lass mich los. Alter, macht der Schaden. Sehe ich gerade. Muss man erstmal die beiden Hände lähmen. Damit man sein Auge sieht. Ah, ich drücke gerade die falschen Knöpfe. Ups, da falscher Knopf. Na, einmal, zweimal, dreimal. Ich stehe gerade so ganz blöd, aber gut, nicht zu wild. Wie gesagt, im Prinzip ist es kein schwerer Boss. Oh, das war gemein, dass man jetzt keinen Schaden dran machen konnte. Nicht runterfallen, Link. Na komm, geh hoch. Hörst du auf? So, also wie gesagt, kein schwerer Boss. Man muss halt erstmal so ein bisschen mit den Attacken klarkommen, die er hat. Und ihn auch am besten anvisieren. Und der Vorteil ist halt auch, dass wenn man ihn, wenn man ihn halt angreift, dann lässt er auch immer wieder Pfeile fallen, damit man halt auch immer genug hat. Na komm. Und ich glaube, so mancher Spieler hatte hier so leichte Probleme, was das Anvisieren von dem Boss angeht. Aber ich habe halt irgendwie nie so wirklich das Gefühl gehabt, dass der schwer ist. Der braucht halt nur viele Treffer. Na komm. Na komm. Einmal. Nicht umwerfen. Und zweimal. Ich glaube, wenn man den so ein bisschen unterschätzt, dass er halt viel Schaden machen kann. Na komm, greifen nochmal. Nur einmal, okay.
Kann auch sein, dass er immer wieder so leicht die Phase wechselt, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Vorteil ist, dass man die Schuhe anhat. Ich weiß, im Prinzip habe ich gar keine Ahnung, weil... Ich habe den Boss damals auch schon schnell besiegt und irgendwie... Ja, man sieht es halt hier. Bis auf das eine Mal, das mich am Anfang gegriffen hat, war das eigentlich doch... Relativ okay, jetzt dreht er erstmal durch. Und hier ist auch sehr, sehr interessant, wie er stirbt dabei. Dass er erstmal wieder in seinen Schatten zurückgeht. Ja, ja, da haben wir ihn. Bongo Bongo. Das war er. Und ich bin doch, doch recht überrascht, wie schnell ich durch den Dungeon gekommen bin. Also so groß ist er nicht. Gut, ich habe einen Raum übersehen, den muss ich nochmal rein. Da habe ich nicht vergessen. Aber ja, also von der Geschwindigkeit her bin ich doch überrascht. Nicht wegrutschen, Link. Ich brauche den Herzcontainer. Sehr schön. Und voll geheilt. Wir haben sogar noch nicht einmal eine Fee gebraucht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, wenn jemand den zum ersten Mal spielt und nicht weiß, wie man ihn angehen muss, also dass man halt ständig von seinen Händen getroffen wird, dass man dann halt, ja, so ein bisschen gefrustet wird. Aber wir haben es ja geschafft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als wir den damals gemacht haben, den Dungeon, das war ab dem Zeitpunkt, dass wir da uns den, ich finde es immer lustig, dass er die Schuhe immer noch anhat, dass wir da schon den Spielberater hatten. Dass man da quasi schon gelesen hat, wie man ihn besiegt. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Undead. Denn ich bin nicht allein Prinzessins Vertraute, sondern auch jene Weiße, die über den Tempel wacht. Das wurde uns aber auch schon gesagt, das wissen wir ja. Die Shikas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf dem Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Dorf an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Also genau in dem Moment, als das Zeitentor in der Zitadelle der Zeit geöffnet haben, so rum. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, der Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorf zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Ich bin immer viel zu schnell beim Lesen irgendwie. Wir müssen uns keine Sorgen machen, die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Sicher? Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Dann, wenn die 6 Weißen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Gehe nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Sehr schön, wieder ein Amulett mehr. Quasi wieder ein Schlüssel, um in den letzten Dungeon zu kommen, sozusagen. Ja, ja. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weißen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Alles klar. Wieder eine für die Münzsammlung. Bitte suche die Prinzessin. Ja, eben hieß es noch, sie kommt zu mir, wenn alle 6 Weißen gerettet sind und jetzt soll ich sie suchen. Lass mal. Ich möchte mal schnell in den Dungeon rein. Ich weiß, der Part ist eigentlich schon fast zu Ende. Aber ich möchte gucken, dass ich halt das vielleicht noch schnell mache hier, dass ich in den einen Raum komme mit der Skulptula. Und dass ich die beiden Schatztruhen dann auch noch bekomme. Also ich denke mal, dass da noch die letzte Skulptula ist, weil ansonsten wüsste ich es nicht, keine Ahnung. Okay, gut. Man kommt doch nicht mit den Schuhen hier rüber. Hätten es aber trotzdem machen können. Ist quasi halt eher dafür gedacht, dass man halt sagt, hier ohne Enterhaken oder ohne Fanghaken kommt man hier nicht durch. Aber es dürfte jetzt eigentlich nicht so lange dauern, hoffe ich doch. Weil die Räume haben wir ja schon geöffnet. Ja, ja. Wiederhole nicht das, was ich schon weiß. So,
So, einmal geradeaus. Wir müssen in den einen Raum, wo die Guillotinen angefangen haben. Und irgendwo rechts müssen wir dann hin. Ich gucke nochmal kurz auf die Karte zur Sicherheit. Nicht, dass ich mich sonst wohin verlaufe. Und zwar hier dann runter. Alles klar. Und dann kann ich ja immer noch eine andere Seed spielen, um mich wegzuteleportieren. So ist es ja nicht. So, das war dann hier geradeaus. Genau, da hatten wir einen Schlüssel gebraucht. Lass mich in Ruhe. Und dann muss ich jetzt noch mal gucken wegen den Skulltulas hier. Ich glaube zwar nicht, dass ich dran vorbeikomme. Nee, nee, die werden mich wegschlagen. Deswegen muss ich eben leicht geduldig sein. Einmal. Es waren, glaube ich, 3 Stück insgesamt, oder? So, hier dann noch einer. Alles klar. Und dann noch einmal unten in der Mitte. Nach der ersten Guillotine. Nee, es waren 4. Verdammt. Ah, verdammt. Na komm, dreh dich um. So, alles klar. Und dann dürfen wir es eigentlich gleich haben. Hier sieht man zumindest noch den Schatten von der Skulptula. So ist es ja nicht. Aber da war ich ja im vorletzten Part ungeduldig und bin einfach reingelaufen. Na komm, lass mich durch. So, alles klar. Ja, die Blabla. Wir wissen es doch. Das kann man irgendwie nicht wegdrücken. Keine Ahnung. Vielleicht, damit man sich aus Versehen wegdrückt. Ich weiß es nicht. So, und hier müssen wir jetzt irgendwo... Ne, das ist links irgendwo. Okay. Gucken nochmal. Vielleicht sehe ich es ja. Ach ja, gut. Da hätten wir eigentlich auch hinkommen können. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Jetzt muss ich... Oh. Also eigentlich ist es mir ja egal, wenn ich zurückgesetzt werde, aber das ist halt jetzt hier, weil ich ja eigentlich den Part schon längst beendet haben wollte, ein bisschen nervig. Weil, ja, keine Ahnung, warum ich da jetzt so komisch getroffen wurde. Vermutlich, weil ich so schnell durch wollte und dann hat mich, ui, Achtung, dann hat mich die Guillotine getroffen. So, aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Na, Achtung. Wir haben es ja gleich. Solange mich Navi nicht schon wieder nervt von wegen hier Schatten und so. Achtung. Und so, da sind wir schon wieder da. Alles klar. Und diesmal bitte nicht runterfallen. Man sollte halt diese Guillotine auch nicht unterschätzen. So, vor allem die schnellen. So, jetzt springt dann nochmal dieser Typ hoch. Genau. Na, haust ab. Und da dürfte jetzt auch hinten nochmal so ein Stahlfrost kommen, aber den lasse ich mal kurz bleiben. So, alles klar. Da hätte ich eigentlich schon längst reingehen können, aber wie gesagt, ich war halt wieder, habe nicht auf die Karte geachtet und habe nicht mehr gewusst, in welche Richtung es geht. Und hier den Raum kenne ich glaube ich auch noch. Und zwar, das war nämlich auch das, was mir irgendwie so entgangen ist. Hier ist eine unsichtbare Guillotine. Und hier dürfte es dann irgendwo auch jetzt noch eine Skulptula geben, denke ich mal. Na, Achtung. Einmal hier den Schleim besiegen. Na, komm. So, weg mit dir. Und irgendwo müsste es hier dann, glaube ich, auch noch die letzte Skulptula geben. Hier ist, glaube ich... Na, wobei, ist eigentlich auch egal. Ich möchte nur die... Oder muss ich das machen? Muss ja irgendwie hier reinkommen jetzt. Wie kam ich nochmal rein? Ich habe keine Ahnung gerade. Übersehe ich gerade irgendwas stark? Warte mal, ich guck mal nach oben. Ach, da. Gibt es Gegner? Das wird vermutlich der Grund sein, dass irgendwas spawnt. Ja gut, dann wird halt der Part ein bisschen länger. Muss man sich eh schon ein bisschen damit abfinden, wenn es schon passiert. Okay, einmal. Haben wir jetzt sonst noch irgendwo eine Fledermaus? Ein Flatterer irgendwo. Irgendwo vielleicht. Ah, da oben. Ich sehe es. Ja, ich weiß, lass mich jetzt unnötig von der Guillotine die ganze Zeit treffen, aber... von der Sichel. Da ist noch eine. Ja, gut versteckt. Sonst noch irgendwo eine? Ja, das war der Grund. Braucht man sich echt nicht zu wundern, wenn man dann hier nicht durchkommt, wenn man... Ja. Wenn man die Gegner nicht sieht. So, dann schön die Truhen aufmachen, den Skulltula schnappen und den Dungeon abhaken.
So, hier ist natürlich noch irgendwo eine Truhe. Ja, auf der anderen Seite. So, ist auch schön, dass sie sichtbar werden, wenn man sie dann geöffnet hat. Yay, Pfeile. Und die werden auch noch groß angekündigt. Ach ja. Ja, ganze 5 Minuten länger, aber das war mir auch schon klar irgendwo. So. Sehr schön. Und jetzt nochmal überprüfen. Hier haben wir alles. Alles klar. Und ich denke mal, das werde ich aber dann... Ja, wobei, das kann ich auch hier in dem Part noch gucken. Falscher Knopf. So rum. Und zwar möchte ich jetzt nochmal auf die Karte gucken, ob Kakariko jetzt abgeschlossen ist mit allen Skulltulas. Dass ich halt nichts übersehen habe. Damit ich es quasi dann auch abhaken kann. Weil ich denke mal, dass die Dungeons mit dazu zählen, dass die, dass es auf der Karte dann erscheint. Genauso wie halt der Friedhof zu Kakariko gehört. So, auf die Karte gucken. So, da sind wir. Und, nee, immer noch nicht. Also irgendwas bei Kakariko fehlt mir noch. Muss ich dann halt im nächsten Part dann gucken. Aber gut, dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.